So schizophren kann niemand auf diesem Planeten sein, dass er nicht merkt, was hier gespielt wird. Ja und? Meine offizielle Diagnose ist durchaus paranoide Schizophrenie. Doch dem steht entgegen, dass ihr mich seit 2 Jahren terrorisiert, verfolgt und ausnahmslos auch immer bis in die Psychiatrie und zuletzt auch bis in die Forensik vorgedrungen seid und dort angerufen habt, ihr von der NWO. Das ist alles bewiesen und die Einschusslöcher sprechen auch eine deutliche Sprache. Ja? Und es kann gar nicht losgehen, du perverses, rassistisches Dreckschwein Ronny. Ja? Weil es jetzt vorbei ist mit der NWO. Das wird böse enden, NWO Watch, aber nicht für mich. Und wenn es doch böse für mich enden sollte und ich den Tod finden sollte, dann im Kampf. Und danach werde ich euch und eure Familien alle heimsuchen. Mit meiner unsterblichen Seele. Wie schmeckt euch das als Aussicht? Wenn ihr unser Leben systematisch erfolgreich zerstören solltet, das meinige und das meiner Mutter. Die Rache kommt dann aus dem Jenseits und das ist kein Spruch und keine Phrasendrescherei. Und ich belle auch nicht nur, ich beiße. Öffentlichkeit, Berliner Polizei, wenn diese NWO-Bande-Sekte mich umbringen sollte, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, dann muss eine Soko gegründet werden, die den Fall lückenlos aufklärt und die Leute reihenweise hinter Schloss und Riegel bringt und in Sicherungsverwahrung. Mindestens das. Ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Sollte mir etwas zustoßen oder meiner Mutter und mir, dank dieser Bastarde, sollte es vielleicht möglich sein, dass man hier für solche Exkremente in Menschenhaut wieder wirklich die Todesstrafe einführt und Demokratie Demokratie sein lässt. Damit ich das erste und auch das letzte Opfer von solchen Monstern in Menschengestalt bin. Aber ich gebe nicht kampflos auf. Ich gebe nicht kampflos auf. Egal, was ihr mir schreibt und wie ihr mich triggert. Auch Sie, NWO Watch. Sie sind entmystifiziert, entzaubert. Sie können schreiben, was Sie wollen. So, und dieser Kanal wird hier nachhaltig um 15:30 Uhr gelöscht. Und der Kampf wird jetzt eine neue Dimension erfahren. Und ich sage es Ihnen bei der Polizei, meine Geduld mit Ihnen ist am Ende. Ich werde hier immer vorgeführt und von Ihnen kriminalisiert, obwohl die kriminellen Elemente woanders ihren Sitz haben in diesem Land und mein Leben schon seit 2 Jahren terrorisieren, unser Leben. Wissen Sie überhaupt bei der Berliner Polizei, wie sehr meine Mutter in den 2 Jahren schon abgebaut hat? Und Sie tun nichts. Sie legen die Hände in den Schoß und lassen alles so, wie es ist. Bestenfalls werde ich für frühere Drohvideos vorgeladen und muss mich dann wieder rechtfertigen und klein beigeben. Also diese Farce mache ich nicht mehr mit. Ich habe ja jetzt im April einen verbindlichen Termin bei einem LKA-Abschnitt. Den werde ich auch wahrnehmen. Und dann ist gut. Und sollte uns etwas zustoßen, mir oder meiner Mutter oder uns beiden, dann möchte ich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, die uns überleben und die uns die ganzen 2 Jahre mehr schlecht als recht begleitet haben und uns nie wirklich geholfen haben, effizient. Bis zum heutigen Tage haben wir keinen Polizeischutz. Wie kann das angehen? Bei der Schwere der Delikte und Sachen, die hier passierten und passieren. Und wie gesagt, sollte mich das mein Leben kosten oder das Leben meiner Mutter oder unser beides, ich komme euch alle holen, ob mit Satanas oder ohne. Ich komme euch alle holen, eure Familien. Ihr werdet mit den Zähnen klappern und heulen. Das schwöre ich mir. Und der Erste, der Hand an mich legt oder es versucht oder an meine Mutter, ist ein toter Mann, real physisch. Ich darf unser Leben bis aufs Blut verteidigen gegen euch Monster in Menschengestalt. Ich darf euch reihenweise totschlagen, wenn es mir beliebt und wenn es sein muss, um mein Leben und das Leben meiner Mutter zu schützen. Wenn andere keinen Arsch in der Hose haben und vor euch einknicken, bitte, deren Problem, ich nicht. Ihr habt die längste Zeit Spielchen mit mir gespielt. Und um Punkt 15:30 Uhr wird dieser Kanal hier nachhaltig gelöscht. Und ich bin jetzt permanent bereit. Bevor man mein Leben und das Leben meiner Mutter zerstört, das im Umkehrschluss mit eurem Leben zu tun, auch real physisch. Selbstverteidigung ist Trumpf.
Man darf im Namen des Roten Paragraphen, wenn Lebensgefahr fürs eigene Leben und der Familienangehörigen besteht, töten. Darf ich an den Leichenwagen erinnern, den ich vorhin erwähnte, wovon die NWO wusste? Perverser geht's ja wohl nicht mehr.